Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Ich habe das große Glück, Frau Professor Dr. König, Professorin für medizinische Mikrobiologie und Infektionsimmunologie als Interviewpartner zu haben, um Ihnen Informationen zu geben über das Thema Impfen, über das Thema Immunsystem, wie altert ein Immunsystem und welche Fragen sollte man stellen, wenn man sich zu einer Impfung begibt. Die jährliche Sterberate in Deutschland liegt bei 11,3 Menschen pro 1000 Einwohner. Und wir hören ja in letzter Zeit immer wieder, wie viele Menschen an Corona gestorben sind. Und mitunter heißt es dann auch in den Medien an und mit Corona. Ich halte es für sehr wichtig, dass das sauber voneinander getrennt wird, aber selbst das Robert-Koch-Institut und auch die Landesgesundheitsämter machen hier leider in ihrer Zählmethode keinen Unterschied. Wir tragen ja seit gut 8, 9, 10 Monaten eigentlich sehr konsequent die Maske, wenn wir einen engeren Kontakt haben, um uns nicht zu infizieren, auch in den Arztpraxen, also zumindest in meiner Praxis, ist das der Fall und haben irgendwelche Trennwände zwischen uns, sodass wir uns nicht gegenseitig mit den Aerosolen infizieren können. So, nun ist aber die Frage, warum erkranken oder warum sterben hauptsächlich die zwischen 80 und 89-Jährigen oder auch die noch älteren Patienten an so einer Erkrankung? Naja, da würde jeder sagen, das sind halt Menschen, die sind älter, die haben halt vielleicht schon viele Vorerkrankungen, denen fehlt vielleicht auch irgendwas anderes. Frau Professor König, das ist aber nun Ihr Spezialgebiet und da möchte ich nun wirklich nicht vorgreifen und ich bin gespannt, was Sie uns dazu zu sagen haben. Also das Immunsystem verändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Wenn wir zur Welt kommen, haben wir sehr viele Zellen, also nennen wir die T-Zellen, die nennen wir auch naive T-Zellen. Die haben noch nie ein Virus oder ein Antigen oder ein Bakterium, ein Toxin gesehen. Die werden also sozusagen das erste Mal damit in Verbindung, also konfrontiert mit diesem Antigen oder Virus. Bleiben wir mal beim Virus. Im Laufe des Lebens werden wir immer mehr damit konfrontiert und haben immer mehr Zellen, die sich auch erinnern an das und wir haben mehr Memory-Zellen. Das heißt, die, die zuerst mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, sich dann vermehren, dann gegen das Virus kämpfen, dann gehen die meisten wieder zugrunde und es bleibt aber ein Rest über, das nennen wir die Memory-Zellen oder Gedächtniszellen. Jetzt haben wir natürlich auch unsere naiven T-Zellen, also die noch nie etwas gesehen haben, verbrauchen sich im Laufe des Lebens. Wir haben zwar Stammzellen, die immer wieder naive Zellen nachproduzieren, aber sehr, sehr begrenzt. Das heißt, während ein Neugeborenes oder ein Kind noch ganz viele ungefleckte, also naive T-Zellen hat, hat ein älterer Mensch eigentlich gar keine mehr davon, sondern nur noch Zellen, die Memory-Zellen sind oder auch T-Zellen, die eigentlich nicht mehr richtig arbeiten. Ja. Und das ist ein Unterschied, ob eine ganz intakte T-Zelle jetzt mit einem neuen Virus oder Antigen in Berührung kommt oder ob es eine ist, die eben nicht mehr so gut funktioniert. Also es ist also unser Immunsystem, was eigentlich nicht mehr so funktioniert. Oder man nennt es auch Immunoseszenz. Ja. Also die T-Lymphozyten sind ja sozusagen die, die sich entwickeln sollen und die eigentlich ihre höchste Aktivität sicherlich auch mit dem Wachstum der Thymuszellen haben. Thymuszellen sind ja vielen Menschen in meinem Alter oder den gerade jetzt über 80-Jährigen vielleicht als sogenannte Frischzellenkur bekannt. Also als ich klein und jung war, da war das so, ne, bekannt. Bild-Zeitung schrieb immer darüber. Heute ist das eigentlich nicht mehr so en vogue. Aber es geht eben um die Reaktivität und oder die Gesundheit auch des Immunsystems, richtig? Richtig, also sozusagen die Frischzellenkur ist also das, dass das Immunsystem wieder fitter ist, genauso. Nun ist ja die Frage an dieser Stelle, wie können wir denn das Immunsystem fit machen? Also was benötigt eigentlich ein Immunsystem, um sich angepasst reagieren zu können? Gut, da darf ich jetzt zurückgreifen und das ist natürlich klar mein Spezialgebiet, das sind halt die Mitochondrien. Das sind unsere Energiekraftwerke, die natürlich für unsere Energie zuständig sind, aber man weiß inzwischen, dass sie ganz, ganz viel regulieren, ganz viel Signaltransduktionswege regulieren und auch die Immunzellen wirklich regulieren, wie die arbeiten. Und ich kann jetzt sicherlich nicht alle Manuskripte aufzählen, es gibt wunderbare
Publikationen in Nature Science, die ganz einfach, ganz klar zeigen, dass die Immunfunktion ganz klar abhängig ist von der Mitochondrienfunktion. Und deswegen müssen wir alles tun, damit unsere Mitochondrien super gut funktionieren. Und sie brauchen halt mal bestimmte Stoffe. Also ganz einfach natürlich, sie brauchen Mineralstoffe, sie brauchen Vitamine, sie brauchen Vitamin C, sie brauchen natürlich Vitamin D3. Sie müssen funktionstüchtig sein. Sie brauchen eine ordentliche Membran, die richtig zusammengesetzt ist mit den richtigen Fettsäuren. All das ist notwendig, damit sie überhaupt erstmal funktionieren. Sie brauchen eine gute Elektronentransportkette, sonst funktioniert es nicht. Und das sollten wir natürlich alles daran setzen, dass diese eben sehr gut funktionieren. Und dann ist die Voraussetzung, ist das für das Immunsystem, dass es auch richtig reagiert. Ja, nämlich wenn es einem Virus begegnet, hat es eine bestimmte Rolle zu erfüllen. Und das kann es eigentlich nur, wenn, wie gesagt, die Mitochondrien richtig funktionieren. Bedeutet also, dass man bei älteren Menschen, die ja doch häufig weniger essen als in jungen Jahren und auch häufiger einseitiger essen als in jungen Jahren oder möglicherweise auch in Seniorenheimen, man kennt das ja von Krankenhausnahrung, BWK, Brotwurst, Käse oder gibt ja Veröffentlichungen auch auf NDR, wo in Krankenhäusern untersucht wurden, wie viele Vitamine sind eigentlich in dem Essen noch drin, selbst im frischen Salat, was ist da noch drin? Die Ergebnisse waren ja erschreckend. Dass also der ältere Mensch, der jetzt in Kontakt zu einem Virus kommt oder auch zu einer Impfung kommt, möglicherweise eingeschränkt ist in seiner angepassten Reaktion? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, eigentlich brauchen die Älteren von uns ein ganz fantastisches Essen, vitaminreich, mineralstoffreich, die ganzen Nährstoffe drin. Weil, wie Sie auch schon sagen, es ist nicht nur der Kampf mit einem Virus oder einem Infektionserreger, es ist natürlich auch die Reaktion, das Auseinandersetzen mit einem Impfstoff. Nämlich das muss ja auch, das Immunsystem muss ja auch richtig reagieren. Es darf ja auch nicht die falschen Produkte produzieren oder eine Überreaktion zeigen oder die falschen T-Zellen aktivieren. Das muss ja alles koordiniert werden. Auch bei einer Impfung. Wie ist es denn mit der Beschäftigung des Immunsystems und einer Erkrankung? Also wenn ich jetzt jemanden impfe, mache ich ja normalerweise eine Untersuchung. Ich frage sie, wie geht es Ihnen denn so und haben Sie irgendwelche Einschränkungen in den letzten Tagen und tut Ihnen irgendwo was weh? Und dann kann man eben auf Herz und Lunge mal hören und rausfinden, ob man dort vielleicht auskultatorisch noch irgendwie was wahrnimmt. Man kann mal kurz Fieber messen und wenn dann nichts ist, dann gilt der Patient ja im Wesentlichen als gesund und dann entschließt man sich normalerweise zur Impfung. Jetzt ist es ja so, dass manche Erkrankungen ja auch unterschwellig ablaufen können oder jemand ist gerade vor, sagen wir mal, 4 Wochen gegen Grippe geimpft worden oder gegen Pneumokokken, ist ja nun für ältere Menschen auch nicht gerade unwichtig. Und jetzt steht eine neue Impfung an. Wie würden Sie das von immunologischer Seite her beurteilen? Also es gibt sicherlich ganz, ganz viele Ärzte, die vielleicht die richtige Erfahrung haben. Jetzt rein aber von immunologischen Grundlagen jetzt her oder was ich die Erfahrung habe von unseren ja, durchaus klinischen Studien, die wir in den ganzen Jahrzehnten gemacht haben, ist, es ist bei jungen Kindern sicherlich, wir haben ja ganz viele naive T-Zellen, da kann man ruhig mit sehr vielen Antigenen gleichzeitig reingehen. Aber ein älterer Mensch, der ja, wie gesagt, nur sehr wenige naive T-Zellen hat, wo die Memory-Zellen anders aktiviert werden, wenn er das auf einmal beschäftigt wird mit sehr vielen unterschiedlichen Antigenen und dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten, dann muss das Immunsystem ja noch mehr Arbeit anwenden, um das zeitlich zu koordinieren. Ja. Und ich sehe das eigentlich als sehr schwierig an für das Immunsystem, das hinzukriegen, vor allen Dingen, wenn es ein älteres Immunsystem ist. Also ich persönlich sehe es aus immunologischer Sicht, aus meinem Wissen als kritisch an, in bestimmten Abständen sehr viele unterschiedliche Impfungen anzubieten. Es mag sein, wenn man genug Abstand hat, 8 Wochen, keine Frage, aber so 2 Wochen, 3 Wochen oder gleichzeitig. Aber wie gesagt, da gibt es sicherlich Experten, die das genau wissen. Okay, dann wäre ja, wenn ich das so richtig interpretiere, eine Impfung eigentlich in einer infektionsärmeren Zeit, also zwischen April und Oktober, sozusagen sinnvoller und auch eine Grippeimpfung schon vor der eigentlichen Grippesaison, auch wenn die Wirkung ja nun nicht so endlos lange anhält, eigentlich sinnvoll und auch mit einem gewissen Schutz für den Patienten verbunden, indem er sagen kann, so die Impfreaktion ist jetzt abgeklungen, bevor ich möglicherweise mit dem Wildvirus auch in Kontakt komme. Auf jeden Fall, so würde ich das sehen, nicht nur sehen, sondern so zeigt es auch die Erfahrung. Deswegen soll man auch die Grippeimpfstoff, wie Sie schon sagen, möglichst früh, sobald er auf dem Markt ist, also im Oktober, damit verimpfen. September sogar schon.
Ja, September, genau. Damit es eben dann nicht in diese anderen Virussaison reinkommt, ja, und dass das Immunsystem eben sich richtig entfalten kann. Also ich kenne immer den Grundsatz, nie in eine aktive Infektion reinimpfen, ja, oder in irgendeiner Richtung. Also das können Sie ja auch gerade aus immunologischer und mitochondrialer Sicht sehr schön belegen, wenn Sie da Ihre bioenergetischen Gesundheitsindizes bestimmen, der T-Zellen, wo man dann sieht, wenn die mit einer chronischen Entzündung beschäftigt sind, dass die einfach nicht mehr zu der angepassten Reaktion in der Lage sind, wie es aus einer Ruhesituation heraus möglich gewesen wäre. Vollkommen richtig. Die Mitochondrien, also die T-Zellen jetzt in diesem Fall, wenn also die T-Zelle ein Antigen sieht, dann schalten die Mitochondrien voll komplett um. Sie schalten ihre Energiegewinnung von aerober Glykolyse, also von über die Mitochondrien, weg auf eine Energiegewinnung über die eher anaerobe Glykolyse, damit ganz einfach die Mitochondrien verwendet werden können für neue Bausteine. Es müssen ja neue Zellen produziert werden, ganz viele neue T-Zellen, die dann erkämpfen müssen. Und wenn man in diese Produktion rein, also in diese Umkehr, also dieser Signaltransduktion, dann auf einmal mit einem neuen wieder anfängt, also das schaffen dann viele Mitochondrien nicht mehr, die T-Zellen. Ja? Wenn sie in Ordnung sind, ja, aber nicht mehr im älteren, fortgeschrittenen Lebensalter. Dann wäre das ja vielleicht auch die Erklärung für die hohen Todesfallraten in Bergamo, wo Meningokokken geimpft wurden im Januar und wo in Italien, glaube ich, dort auch die Region mit den höchsten Todesfallraten war. Wenn das so war mit der Meningokokkenimpfung, ich habe es gehört, wenn das so ist, wäre es natürlich eine Erklärung durchaus, ja. Okay. Ja, zum Thema Immunsineszenz des älteren Menschen nochmal. Gerade die Grippeimpfung führt ja nicht unbedingt bei jedem Geimpften zu einer gewünschten Impfreaktion. Und darauf hat man ja mittlerweile auch schon reagiert, indem man also einen Impfstoff auf den Markt gebracht hat, das Fluzone, das ist ja erst kürzlich auf den Markt gekommen und jetzt aktuell am Wochenende in zwei medizinischen Fachzeitschriften auch beschrieben worden, hat eine deutlich höhere Antigenlast, um bei diesem Patienten auch zu einer Impfreaktion zu führen. Nun ist es ja so, Impfungen sollen am Ende ja etwas Gutes bewirken. Der Patient soll davon einen Nutzen haben und nicht ein erhöhtes Risiko. Wenn man sich das jetzt für sich persönlich irgendwie messen lassen möchte, gibt es da eine Möglichkeit, das individualmedizinisch herauszufinden? Ja, das gibt es. Es gibt ganz klassische immunologische Testsysteme. Das ist kein, die gibt es seit Jahrzehnten. Und zwar nennt man die kann man nennen Funktionstest oder Functional Sensitivity Test. Das heißt, wie kann eine T-Zelle, wenn ich hier etwas anbiete, also ein Virus, wie kann sie darauf reagieren? Kann sie diese Umschaltung, von der ich vorhin gesprochen habe, kann sie die vollziehen oder ist sie dazu nicht in der Lage? Und nur wenn die T-Zelle das kann, kann sie auch dann haben wir auch vollkommen Nutzen aus einer Impfung, beziehungsweise können also auch eine Infektabwehr wunderbar durchführen, also uns gegen ein Virus durchsetzen oder bekämpfen. Das heißt also, dieser Functional Sensitivity Test von genau diesen T-Zellen, das sind diese CD8-T-Zellen, kann oder ist sinnvoll zu sehen, wo stehe ich denn überhaupt mit meinem Immunsystem? Ja? Oder sollte ich vielleicht vorher es sehen, so zu modulieren, dass ich dann eben auf eine Impfung viel, viel besser reagiere, also den Schutz habe, beziehungsweise auch ein Virus in einer Virussaison viel besser bekämpfen kann. Also das geht ganz allgemein, das ist jetzt vielleicht nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber jedes Virus wird präsentiert von bestimmten Zellen, Makrophagen, dendritische Zellen. Und diese Zellen senden dann Signale aus, die Signalmoleküle. Und die kann man nachempfinden und sagen, kann meine T-Zelle auf diese Signalmoleküle überhaupt reagieren? Ja, ist sie dazu in der Lage? Und das ist universell für Viren einsetzbar. Also ich muss jetzt nicht für Covid, für Respiratorsyncytial-Virus, für Rhinovirus etwas nehmen, sondern ich kann das universell für alle respiratorische Viren überprüfen. So, jetzt kommt ja der mRNA-Impfstoff auf uns zu und die Empfehlungen sind ja, die über 80-Jährigen zu impfen. Und weil dort ja auch die höchste Todesfallrate ist und über diesen mRNA-Impfstoff wissen wir, ja, so viel eigentlich noch nicht. Es heißt 95%iger Schutz. Ja, wie ist man zu diesem Ergebnis gekommen? Was wissen wir tatsächlich? Was kann man universitär mit Zugang zu allen Studien recherchieren? Ja, also ich habe wirklich sehr viel gelesen, bemüht, alle Informationen zusammenzubekommen. Mag natürlich sein, dass ich irgendetwas
überlesen habe, dass etwas bestimmte Informationen noch nicht öffentlich gemacht wurden, die vielleicht morgen veröffentlicht werden, die ich noch nicht kenne. Jetzt einmal, wie kommt man zu den 95% Wirksamkeit? Was hat man gemacht? Man hat ungefähr 18.000 Menschen Placebo geimpft, also die haben einen Impfstoff bekommen, der kein Impfstoff war, also einfach nur so getan, als ob, damit sie es nicht merken. Und 18.000 haben dann einen Impfstoff bekommen. Man hat so ein bisschen unter die Jahresklassen ein bisschen verteilt, aber mehr natürlich das normale Alter, Mittelalter und nicht mehr so die Älteren, die haben allerdings auch etwas beachtet. Gut, man hat sie also geimpft, hat abgewartet, also bis 7 Tage, also über 7 Tage nach der zweiten Impfung, also insgesamt 5 Wochen nach der ersten Impfung, und hat dann gezählt, wie viele Covid-19-Fälle, also Erkrankungen, waren in der einen Gruppe, die den Impfstoff bekommen haben, und in der anderen Gruppe, die den Impfstoff nicht bekommen haben. So, diese Leute, dann hat man gesehen, dass in der Gruppe, die den Impfstoff bekommen haben, nur ungefähr 11 erkrankt waren und in der anderen Gruppe aber über 100, 116, 100, ist ein bisschen verschieden. So, daraus hat man gesagt, aha, also haben wir eine 95%ige Sicherheit, also der Unterschied zwischen 11 und 160. So, man weiß aber überhaupt nicht, wo die Personen waren, also ob vielleicht die Gruppe, die jetzt nicht geimpft wurde, vielleicht im Virus viel mehr ausgesetzt war. Darüber gibt es ja nicht. Es war ja nicht eine Käfighaltung, ja, also dass man das aufgeteilt hat und mit dem gleichen Virus geschallenged hat. Also das ist schon eine, ja, daraus schließt man die 95%ige Effektivität. Und wenn man es aber schließt auf oder hochrechnet auf die Wahrscheinlichkeit zu erkranken, dann ist es also ohne Impfung, ist es dann bei 1% und bei Mitimpfung ist dann bei 0,3%. Ja, das sind also, das sind die Zahlen, die im Moment auf die 95%ige Wirksamkeit schließen lassen. Nun sind ja dann, also wenn ich es richtig verstanden habe, auch gar keiner gezielt mit einem Virus nach der Impfung in Kontakt gebracht worden, um zu gucken, wie er darauf reagieren würde, so wie man es vielleicht in Tierversuchen machen würde. Genau, das kann man natürlich bei Menschen nicht so machen. Bei Tierversuchen könnte man es machen, aber genau so, das ist der Punkt. Wir wissen überhaupt nicht, welche Ungleichmäßigkeit da war. Also ob, wir wissen ja auch, in der Familie gibt es unterschiedliche Ansteckraten. Also das ist, wenn jetzt nochmal 20.000 oder nochmal 60.000 Probanden wären, könnte es ganz anders ausfallen. Und wurden denn Antikörper festgestellt, neutralisierende zum Beispiel oder auch länger wirkende? Ist die Infektionsgefahr, die von einem Geimpften ausgeht, denn jetzt null? Kann man sich dann frei bewegen? Also mit den Antikörpern habe ich jetzt keine Daten gefunden. Vorher gab es Vorversuche, klar, kleine Vorstudien. Da hat man gesagt, es gibt Antikörper, neutralisierende Antikörper. Über die Höhe habe ich keine Angaben gefunden. Auch nicht, ob es nur ein kleiner Teil war und vielleicht aber ein ganz großer Teil nicht neutralisierende Antikörper oder vielleicht auch verstärkende Antikörper. Darüber war nichts zu finden. Jetzt bei dieser letzten Phase 3 Studie habe ich also nicht gefunden, dass da irgendetwas über Antikörper steht oder T-Zell-Antwort, die ja bei SARS-CoV-2 eigentlich die bessere Schutz bietet. Also da sind sich ja eigentlich ziemlich viele die Leute inzwischen einig, dass es gar nicht so die Antikörper sind, sondern die CD8-T-Zell-Antwort. Und ein ganzer Punkt ist, der aber inzwischen auch von BioNTech eingeräumt wird, jedenfalls habe ich das heute Morgen so gelesen, ist, dass er keinen Schutz gibt vor der Ansteckung. Also ich bin, sagen wir, geschützt, aber ich kann andere Leute anstecken, weil im Nasenrachenraum wird die Vermehrung des Virus nicht gehemmt. Ja? Also das liegt daran, dass der muskulär der Impfstoff verimpft wird und die Antwort, also die Immunantwort im Nasenrachenraum vollkommen anders ist. Das heißt also, wenn ich jetzt geimpft bin, kann ich aber genauso auf meine Mutter, meine Oma das Virus übertragen. Ja, das bedeutet, ich bin nicht von der Maskenpflicht befreit. Ja, wir haben im Moment auch ganz aktuelle Meldungen aus England, und zwar über eine neue Variante oder Mutation des SARS-CoV-2-Virus. Im Moment wird ja England sozusagen abgeschottet. Das ist natürlich auf den ersten Blick durchaus eine sehr vernünftige Reaktion, weil man noch nicht weiß, was das für ein Virus oder Virusvariante ist. Gut, was wissen wir darüber? Wir wissen, dass in Südengland
eine bestimmte Variante gefunden wurde, die ganz bestimmte Mutation hat, also mehr als sonst die anderen, die schon gefunden wurden. Und dass genau dort, wo diese Variante gefunden wurde, auch mehr Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Oh, deswegen ist das natürlich jetzt erstmal die Assoziation, die man daraus zieht, dass eben diese Variante eben zu einer höheren Infektiosität führt. Wir wissen aber aus unserer Erfahrung und aus früheren Infektionskrankheiten und Verläufen, dass aber Viren, die so eine ganz starke Infektiosität haben, sich so leicht verbreiten, oft aber auch an ihre Pathogenität verlieren. Und das kann natürlich theoretisch hier auch noch der Fall sein. Also jedenfalls bleibt der Beweis noch aus, das müssen die Leute noch machen in den Laboratorien, ob diese Virusvariante nun wirklich gefährlicher ist oder nicht gefährlicher ist. Zumindest die Todesraten im Moment in diesem England sprechen dagegen. Das heißt also, es scheint eine abgeschwächte Variante zu sein. Also vielen Dank. Ich fasse mal zusammen, was bei mir hängen geblieben ist. Also wir haben einen Impfstoff, der eine Immunantwort erzeugt, die sich nicht auf die Nasennebenhöhlen auswirkt und damit sozusagen die Gefahr beinhaltet, dass wir beim Einatmen dort Viren beherbergen, die wir durch Sprechen und Niesen auch wieder verteilen können und damit eben auch weiter als Vektoren oder als Bazillenmutterschiff durch die Gegend gehen. Wir haben die Chance, dass wir selber nicht erkranken, also keine Symptome zeigen, demzufolge ähnlich wie die asymptomatischen Kinder, Jugendliche zu sogenannten Superspreadern werden können, wenn wir denn nicht die Maske tragen. Und es würde dazu bleiben, dass wir in geschlossenen Räumen und immer dann, wenn wir mit Menschen aus anderen Haushalten zusammenkommen, eigentlich verpflichtet sein sollten, eine Maske zu tragen. Das kann man so zusammenfassen. Vielleicht noch ein Punkt, dass natürlich die älteren Personen, die durchaus geschützt werden sollen, selbst, ja, wenn man sie natürlich jetzt impft, und dann würde es ja nicht so schädlich sein, wenn dann einer kommt und es trotzdem verbreitet. Aber da ist halt nicht sicher, ob sie wirklich diesen Immunschutz erlangen können. Weil wir ja wissen, die Immunsineszenz führt auch dort möglicherweise gar nicht zum Schutz. Es sind zwar bis 85-jährige Gesunde in der Studie mit eingeschlossen gewesen, aber finden Sie mal einen 85-jährigen Gesunden. Das können so wahnsinnig viele nicht gewesen sein. Und auch die anderen, die teilgenommen haben, sind gesund. Das heißt, wir haben jetzt das erste Mal die Situation, dass wir auf Menschen treffen, die auch mehrere Erkrankungen haben. Und wir müssen auch auf jeden Fall 5 Wochen auf den Impfschutz warten. Also wir haben ja Zeitpunkt 0, wir haben Zeitpunkt 21. Tag und wir haben plus 2 Wochen, bis wir von einem Impfschutz ausgehen. Das heißt, wenn wir jetzt sofort beginnen, dann ist es Mitte Februar, bis die ersten älteren Herrschaften einen Eigenschutz aufgebaut haben. Das ist die Information, die wir geben können. Vielen Dank. Das ist für Sie, liebe Zuschauer, die Möglichkeit, noch mehr Fragen an den beratenden Arzt zu stellen, wenn Sie denn sich in ein Impfzentrum begeben oder das Impfzentrum mobil zu Ihnen kommt. Das können Sie, liebe Zuschauer, als Angehörige, die vielleicht für Patienten, die mit Demenz im Altenheim sind, nutzen, um ebenfalls Fragen zu stellen und damit herauszufinden, erreichen wir mit dem, was wir vorhaben, genau das, was wir wollen, nämlich einen Schutz und eine verbesserte Situation unserer älteren Mitbürger. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und kommen Sie gut in das Jahr 2021. Bleiben Sie, wie sagt man heute, negativ bei aller Positivität. Ich schließe mich Ihren Wünschen an. Allen ein wunderschönes Weihnachten und super guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Und dann sehen wir uns und hören uns hoffentlich wieder.